Jesus sagt, Wachstum ist auf dem Weg, aber nicht eure Leistung zählt, sondern 25. November 2015 Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann, der Segen des Herrn ist mit uns, Herzbewohner. Ich hatte ein paar Tage, in denen ich mich fühlte, als würde ich durch Melasse laufen. Es war so hart und ich weiß, dass einige von euch das Gleiche durchleben. Es war sehr trocken und sehr mühsam, sehr schwierig. Der Herr hat das heute angesprochen und uns ein Versprechen von Wachstum gegeben auf unserem Weg. Das ist eine frohe Botschaft. Er erklärt auch die Gründe für den trockenen, mühsamen Teil. Nach der Anbetung sagte ich zu ihm, O Herr, ich bin müde geworden. Ich weiß das, Claire. Sei einfach geduldig mit mir, mein süßer Engel. Warum wurde ich so, Herr? Es ist eine Prüfung, wo Gnade suspendiert ist, eine Zeit einzudringen ohne die Annehmlichkeiten, ohne die warmen Gefühle, im Wissen, dass du unter meinem liebenden Blick stehst, ob du es fühlst oder nicht. Du warst schon viele Male hier, meine Liebe, und wir haben es durchgestanden. Du wirst es auch dieses Mal durchstehen. Es ist fast vorbei. Weißt du, dass es Seelen gibt, die aufgrund deines Opfers zu mir kommen? Ich wäre nicht überrascht, Herr. Du nutzt alles. Ja, es ist so. Lass dich nicht entmutigen. Ich danke dir, Herr, dass du es mir gesagt hast. Was hast du für uns Herzbewohner heute? Ich bin der Herr der Vermehrung und des Wachstums. Meine Bräute, wenn ich sehe, wie fleißig ihr euch bemüht, mir jeden Wunsch zu erfüllen, wie kann ich euch dann nicht in allen Dingen Wachstum schenken, die wichtig sind? Viele von euch haben gearbeitet mit wenig oder keinen Resultaten. Vieles von dem, womit ihr belohnt werden sollt, bleibt verborgen. Doch die Zeit kommt, in der das Wachstum euch einholen wird, während ihr das Rennen läuft. Ich weiß, dass einige von euch, diese kostbare Braut eingeschlossen, müde geworden sind und sich anstrengen mussten, um weiterzumachen. Ich weiß, dass die Arbeit überwältigend zu sein scheint. Ich kenne die Widerstände, mit denen ihr konfrontiert werdet, besser, als ihr es euch bewusst seid. Ich kenne die Müdigkeit von Körper und Seele und es ist Zeit, dass der Segen euch einholt und verjüngt. Ich bin nicht blind für eure Kämpfe, ihr Lieben. Habe ich nicht mit euch gearbeitet? Ich habe euch viele Male in meine Arme genommen und getragen, nur damit ihr weitermachen konntet. Aber mit jeder neuen Gnade und jeder neuen Stufe gibt es neue Prüfungen, die dazu bestimmt sind, euch abzuhärten und euch die nötige geistige Ausdauer für das zu geben, was vor euch liegt. Denkt immer daran, dass ihr am besten mit Wasser über eurem Kopf zurechtkommt, wenn ihr nicht einmal schwimmen könnt. Ich sage das, weil ich möchte, dass ihr euch ganz auf mich verlässt und die Aufgabe, die vor euch liegt, nicht abschätzt und sie mit eurer Begabung vergleicht. Nein, ich würde keine Türen öffnen und euch Wachstum schenken, wenn ich nicht mit all den Gnaden bereitstünde, die ihr braucht, um neue Herausforderungen zu meistern. Vertraut mir damit. Ich möchte, dass ihr von der Arbeit begeistert seid, aber das ist nicht immer möglich.
Manchmal muss die Arbeit ohne Emotionalität langweilig und mühsam werden. Manchmal fühlt es sich wie ein Sprint an, wenn ihr die Ziellinie als erstes überquert. Ein anderes Mal fühlt es sich an wie eine Wanderung durch die Sahara, wo ihr es gerade noch als letztes über die Ziellinie schafft. Das ist zwar glanzlos, aber notwendig, damit ihr nicht zu sehr an der Arbeit hängt und anfängt, mehr Freude an den Erfolgen zu finden, als in meiner Gegenwart zu sein. Kennt ihr die Gefahren, die hier lauern? Ja, Leistung wird zu einer Sucht, zu einem Gott, der in euren Augen euren Selbstwert bestimmt. Ihr fängt an, jeden Morgen aufzuwachen, um neuen Herausforderungen gegenüberzutreten, anstatt mir. Deshalb sind diese trockenen Zeiten so notwendig, um euch losgelöst zu halten und darauf fokussiert, mich zu erfreuen. Was bedeutet das, was ihr erreicht habt, wenn es mich nicht glücklich gemacht hat? Und was bedeutet es, wenn ihr nur über die Ziellinie kriecht, um mein strahlendes Lächeln auf euch gerichtet zu sehen? In Dankbarkeit und Anerkennung, dass ihr das Rennen für mich gelaufen seid, ohne an etwas anderes zu denken? Schaut, euer Wert wird durch das bestimmt, was am kostbarsten ist. Und das ist mein vergossenes Blut. Nichts in diesem Universum hat mehr Wert als das. Niemand kann etwas erreichen, das dem nahe kommt, was auf Golgatha getan wurde. Und es wurde für euch getan. Und es ist euer eigener Besitz. Es gehört euch persönlich. Ich möchte, dass ihr darin ruht, nicht in dem, was ihr vollbringt. Ja, ich möchte, dass ihr euch glücklich fühlt durch das, was ihr an meiner Stelle für andere tut. Ich möchte, dass ihr die Freude auf dem Gesicht jener Menschen empfängt, weil ihr euch die Mühe gegeben habt, sie zu ehren und meinen Willen zu tun. Das ist eine kostbare Belohnung, die eines Tages im Himmel begutachtet und euch große Freude bereiten wird. Aber ich möchte nicht, dass Leistung zu einem Lebensstil wird. Vielmehr sind Gehorsam, Danksagung und Anbetung die höchst geschätzten Tugenden. Seid ermutigt, Wachstum ist auf dem Weg und ihr werdet wieder Freude finden an der Arbeit, die vor euch liegt. Ich bin in allen Dingen bei euch und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht mehr weitergehen könnt, dann nehme ich euch in meine Arme und trage euch über die Ziellinie.